Herzlich willkommen zum Unity Tutorial Video 6. In diesem Video werden wir auf die Charaktersteuerung eingehen. Hierzu habe ich ein Script erstellt per Rechtsklick, Create C-Sharp Script. Das habe ich dann einfach Bewegung genannt. Wie man sieht, ist es noch leer. Ich habe dieses dann hier hinzugefügt, also unsere Spielfigur. Scripts, Bewegung. Somit besitzt jetzt unsere Spielfigur das Skript Bewegung. Öffnet man nun dieses Skript, erhält man diese Ansicht. Damit wir so eine Charaktersteuerung implementieren können, benötigen wir verschiedene Variablen, zum Beispiel die Private Rigid Body Rigid. Das soll später eine Referenz auf unsere Rigid-Body-Komponente geben. Private Animator. Der soll später eine Referenz auf den Animator-Komponente geben. Und wir benötigen zusätzlich noch zwei Vektoren. Private Vektor 3, und zwar einmal den Laufe-Vektor. Der gibt an, wohin unsere Spielfigur laufen soll. Und wir benötigen den Vektor aktuelle POS. Die speichert sozusagen unsere aktuelle Position mit der Spielfigur. Zusätzlich benötigen wir eine Float-Variable Speed. Diese setzen wir auf 5. Die gibt an, wie schnell sich die Spielfigur zu diesem Punkt bewegen soll. Zusätzlich benötigen wir noch einen Bool. Der angibt, wann die Laufanimation bzw. das Bewegen der Spielfigur gestartet wird. Deswegen nenne ich das einfach mal Laufe. So, nachdem man die Variablen jetzt mal gesetzt hat, kann man nun die Verbindung zu den Komponenten herstellen. Das bedeutet, wir machen Rigid ist gleich Get Component. Somit kann man Komponenten an die Variable binden. Das bedeutet hier Rigid Body. Da wir uns das jetzt einfacher machen, machen wir Animator, also Anim, und ändern hier das zu Animator. So, damit wir die Gravity verwenden können, die wir ja beim Rigid Body auf Use Gravity gesetzt haben, können wir hier sagen Physic Punkt Gravity gleich New Vector, ist ein Vektor 3. Hier wollen wir in der Y-Richtung eine Gravitation haben. Das bedeutet, wir setzen die auf minus 5 und die anderen beiden, also X und Z, bleiben 0. Zusätzlich besitzt der Rigid Body ja eine Masse. Masse-Schwerpunkt kann man setzen. Das ist Center of Mass. Dies benötigt auch wieder ein Vektor 3, also ein New Vektor 3. Und diesen setzen wir komplett auf 0. Das heißt, der Schwerpunkt unserer Spielfigur liegt auf den Füßen. So.
In der Update-Methode werden alle Benutzereingaben und Aktionen behandelt. So auch jetzt unsere Charaktersteuerung. Zum Beispiel sagen wir jetzt hier if und fragen hier ab, ob jetzt die rechte Maustaste von unserem Maus geklickt wurde. Das bedeutet input. Get Mouse Button Down. Und als Parameter übergeben wir die 1, das bedeutet rechte Maustaste, 0 wäre die linke. So, damit wir sagen können, dass unsere Spielfigur an einen bestimmten Punkt laufen soll, müssen wir ja den Punkt festlegen, wo sie hinlaufen soll. Somit benötigen wir einen Raycast. Raycast kann man sich vorstellen wie ein unsichtbarer Strahl, der, wenn er was getroffen hat, dieses Objekt zurückliefert. Also machen wir Ray gleich Kamera Punkt Main Punkt Screen Point to Ray. Das heißt, wir wollen ja nur einen Punkt abfangen. Input Punkt und dann Mouse Position, da wir an der Position der Maus sozusagen den Punkt erhalten wollen. Zusätzlich wird ein Raycast Hit Objekt benötigt, das nennen wir jetzt einfach Hit. So, nun müssen wir prüfen, was wir getroffen haben sozusagen. Bedeutet, wir machen ein neues if, sagen hier physics.raycast und übergeben diesen einmal unser Ray und einmal das Output-Objekt Hit, in dem ja später das gespeichert werden soll. So, nun beginnt jetzt die Überprüfung bzw. das Auslesen des Punktes, wo wir hinlaufen wollen, und zum anderen wird die Spielfigur in die Richtung gedreht, in die man geklickt hat. Dazu brauchen wir erstmal den Laufevektor, den wir ja oben definiert haben. Diese ist gleichzeitig unser Hit.Point. Das sind jetzt die genauen Koordinaten, wo wir hingeklickt haben. Zusätzlich wollen wir die Spielfigur in die Richtung drehen lassen, in die wir geklickt haben. Dazu brauchen wir nochmal einen Vektor 3. Den nenne ich jetzt Player to Mouse. Und sage hierzu Hit.Point minus Transform.Position. Dies hat jetzt die Auswirkung, dass die Richtung bestimmt wird, die wir schauen sollen. Um eine neue Rotation einzuleiten, benötigen wir das Quaternion New Rotation. Und sagen hier Punkt Look Rotation. Das bedeutet, er soll sich jetzt dahin drehen. In diesem Schritt generieren wir aber zuerst einmal nur die Rotation. Wir führen sie noch nicht aus. Hierzu haben wir unser Player to Mouse Vektor rein und sagen anschließend Transform Punkt Rotation gleich New Rotation. So. Diese Zeile führt sozusagen die Rotation aus.
Da wir unsere Spielfigur bewegen wollen, müssen wir jetzt Laufe auf True setzen. Nun, in der Fixed Update wird der Kern der Bewegung implementiert. Hierzu müssen wir sagen, if Laufe, also wenn Laufe True ist, dann sagen wir animator.setBool, und da wir im Animator unsere Variable ja gesagt haben, die soll Walking heißen, sagen wir hier True. Zusätzlich benötigen wir die aktuelle Position, das heißt unser aktuell POS ist gleich transform.position. Dies bedeutet, wir ziehen die aktuelle Position unserer Spielfigur heraus. Dann benötigen wir den Rigid Body. Und zwar machen wir Rigid.movePosition. Das ist eine Methode von der Rigid Body Komponente, die sozusagen den Rigid Body zu einer bestimmten Position teleportiert. Also es ist noch keine kontinuierliche Bewegung, sondern es ist jetzt mehr ein Teleportieren. Da wir aber eine schöne Bewegung haben wollen, verwenden wir zusätzlich noch Vector3.MoveTowards. Wie zu sehen, moves a point current in a straight line towards a target point. Das heißt, unsere Spielfigur wird kontinuierlich gleichmäßig zu diesem Punkt hingeführt. Das erlaubt eine sehr weiche Bewegung. Wie man sieht, benötigt das mehrere Parameter. Zum einen unsere aktuelle Position, die Zielposition und die Berechnung der Geschwindigkeit. Die aktuelle Position haben wir in ActualPos gespeichert. Dann haben wir ja den Hitpoint in die Laufe weggespeichert. Zusätzlich kommt jetzt die Time.FixedDeltaTime. Das ist die Zeit, die berechnet wird, mal Speed. Somit erfolgt die Berechnung, wie lange unsere Spielfigur mit dem Tempo benötigt, um darüber zu kommen. So, nachdem wir jetzt diese Zeile haben, wäre jetzt das Movement schon mal einsatzfähig. Da wir aber nicht unendlich laufen wollen, sondern nur bis zu diesem Punkt, wo wir geklickt haben, müssen wir jetzt sozusagen eine Abbruchbedingung schaffen. Das bedeutet, wir prüfen, ob unsere Spielfigur an dem Punkt ist. Das geht über Vector.Distance. Größer 0,1. Und hierzu benötigt es Vektor A und Vektor B. Diese Vektoren sind einmal unsere aktuelle Position und unser Laufvektor, also unsere Zielposition. So, nachdem wir das eingegeben haben, müssen wir natürlich Laufe wieder auf False setzen, da wir ja nicht laufen wollen oder nicht mehr weiter laufen wollen. Zusätzlich muss die Animation gestoppt werden. Dies passiert wieder über setBool. Und sagen hier wieder Walking Komma False. So, dann speichern wir das Ganze. Nun zurück in Unity. Wenn wir jetzt alles richtig gemacht haben,
kann man dieses Programm ausführen. Wenn man sieht, erhält man hier erstmal die Idle. Ich kann auch hier mal den Animator hinzufügen. Der zeigt jetzt hier, läuft direkt die Idle ab. Klicke ich jetzt mit dem Rechtsklick irgendwo hin, springt es wie hier oben zu The Walking, bis ich wieder stehen bleibe. Das bedeutet, ich kann jetzt laufen, laufen, laufen. Er hat den Punkt erreicht, hört auf und die Idle geht wieder los. Dies kann ich auch während Bewegen sozusagen machen und kann die Spielfigur hin und her bewegen. Gut, das war unser Video 6. Im nächsten Video gehen wir auf die Trigger Collider ein und was man mit denen alles so machen kann. Vielen Dank fürs Zuhören.